Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, Herausforderung Badezimmer. Tja. Wollen wir mal schauen, würde ich sagen, oder? Wollen wir doch mal schauen, was wir hier so schaffen können. Also, es ist jetzt ja schon so ein bisschen eine Herausforderung mit der Dusche hier, ne? Das ist jetzt ja schon so eine Challenge für mich irgendwie, die ich da jetzt einfach, ja, machen muss, um das irgendwie hinzukriegen, hier ein vollwertiges Badezimmer reinzukriegen. Ich kriege das hin, in dieses Minizimmer. Irgendwie muss das doch gehen, das muss doch machbar sein. Wir nehmen natürlich wieder die Dusche. So, montieren. Okay. So. Das haben wir. Daneben kommt jetzt direkt das Waschbecken oder das Klo. Das Klo hoch. So. Dahin. Das Klo. Okay. Badezimmer. Jetzt muss ich mal eben hier wieder gucken, dass ich nicht zu weit weg von der Wand bin. Okay. Ja. Boah, das wird so eng. So richtig eng. Hier kriegen wir kein Bett in dieses Zimmer. Nein, da. Also wir haben jetzt hier zwar ein Badezimmer drinne, aber hier kriegen wir nie im Leben ein Bett rein. Also, das können wir vergessen. Das heißt, wir müssen hier nochmal umbauen. Also es wäre ja die Möglichkeit, ne, das andere Badezimmer kleiner zu machen. Die Möglichkeit würde ja noch bestehen. Okay. Ja, oder aber wir nehmen dem Zimmer das Fenster. Nein, das geht nicht. Also ich fürchte, das hier wird jetzt das erste Zimmer werden, was tatsächlich nur ein Klo und ein Waschbecken bekommt. Das machen wir jetzt. Nur Klo und Waschbecken. Und ich glaube, das würde ich dahin machen wollen. Aber wie gesagt, sonst müssen wir so viel umbauen. Das fände ich einfach total blöd. Ich fände es auch echt blöd, dieses Fenster wegmachen zu müssen, ja? Ja. Also so diesen Dings würde ich an Badezimmer machen wollen und hier dann das Bett hin. Wir gucken mal, was wir hier reinkriegen. Schauen uns erst natürlich das Doppelbett an. Nein, das natürlich nicht. Ob wir das hier irgendwie mit unterkriegen. Ja, das könnte man natürlich unterkriegen. So.
Kriegen wir da die beiden Kommoden mit rein? Die Schränkchen. Jetzt habe ich befürchtet, dass das nix wird. Das Bett ein bisschen zur Seite rücken und den Schrank da mal eben hinpacken. Und das Bett halt so nah wie möglich ran. Und ja, um dann festzustellen, das kann da gar nicht passen. Das geht überhaupt nicht. Das passt nicht, absolut nicht. Guck mal, hier brauchen wir... Nein, das passt nicht. Wir können es ja versuchen, aber es wird nicht passen. Ne, das kriegen wir da nicht hingestellt. Ach, schade. Okay. Ne, dann lassen wir die beiden weg. Das Bett haben wir ja drinne. Ja. Ach, Manu. Ja, wie machen wir das jetzt mit dem Badezimmer? Wie kriegen wir das denn jetzt hier rein? Eine Toilette und ein Waschbecken kriegen... Selbst das kriegen wir hier nicht unter, in diesem kleinen Zimmer. Das heißt, wir müssen unweigerlich in dem großen Zimmer ein bisschen umbauen, um dort Platz zu schaffen. Also hier umbauen. Das Badezimmer etwas kleiner machen. Das machen wir jetzt. Alles, was wir behalten können, was wir zur Seite legen können, legen wir erstmal zur Seite. Weil dann brauchen wir das nämlich nicht nochmal kaufen. Ne? Dann ist das alles da und wir brauchen es nur noch wieder reinräumen. Das fände ich nämlich eine super Sache. Und wir räumen da jetzt auch erstmal ein, ne? Wir bauen erstmal alles hin, so wie wir das haben wollen. Okay. Weg damit. Das da, das da, das. Erstmal. So, okay. Gut. Also, wir brauchen jetzt hier drinne eine Dusche, wir brauchen ein Waschbecken und wir brauchen ein Klo. Alles so klein wie möglich. Das ist schade, weil das Badezimmer hier war echt schön, aber wenn wir nicht den Rest nicht unterkriegen, ist das natürlich auch ein bisschen blöd, ne? Ach, was mache ich denn? Klar, ich will gleich mal eben die Dusche einbauen, obwohl ich noch gar keine Installation da habe. Warum? Wegen dem Lichtschalter vielleicht. Den können wir da aber wegnehmen. Der sollte jetzt hier keinen großen Ärger machen. So, dann jetzt aber die Dusche. Achso, da hinten das Ding. Ich wollte gerade sagen, hä? Jetzt komme ich nicht ran, aber doch, geht. Puh, das ist wirklich klein. Das ist wirklich enorm klein jetzt. Weil wir können in der Breite nichts machen. Wir können hier nichts machen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch jetzt, ne? Jetzt brauchen wir für die Toilette... Ja, die können wir dann eben genau hier nebenpacken. Und da das Waschbecken. Also es sollte schon passen. Und dann haben wir... eine Wand mehr in dem anderen Zimmer. Ist jetzt nicht enorm viel, beziehungsweise kommt einem nicht viel vor. Ist aber
am Ende tatsächlich einen riesen Unterschied. Warum kann ich denn das nicht? Wegen dem Spot da oben? Den ich eigentlich gar nicht dahin gepackt hatte? So, ich mache das jetzt einfach hier einzeln. Ich glaube, das geht am Ende am schnellsten. Wieso zu wenig Platz? Was ist das Problem? Ah. Okay, so, jetzt bleibe ich aber auf einzeln hier und versuche nicht zu das größer zu machen. Okay, so, wir haben einen Skillpunkt. Du kannst die maximale Zahl der Wände in einer Reihe bauen. Die erbaute Wand ist sofort gestrichen. Das nehme ich jetzt mal. Gut, jetzt brauchen wir natürlich noch die Installationen hier. Die Heizung muss weg. Da brauche ich das dahinter gar nicht verkaufen. Sehr schön. So, erst die Heizung. Weil sonst kommen wir da vielleicht nicht mehr ran. Weil die will ich nämlich jetzt tatsächlich hier hinterpacken. Oder übers Klo wieder. Das ist auch eine Maßnahme. Übers Klo geht ganz gut. Das ging jetzt ja dem anderen Badezimmer auch ganz gut. Okay, so, dann hängen wir die jetzt hier hin. Wir hätten hier auch noch ein weiter rausgekonnt, ne? Also das wäre jetzt auch noch gegangen. Ja, das, ich weiß nur nicht. Ja, doch, vielleicht. Wir bauen die Dusche mal neu. Ach Mensch, ich will mich ja eigentlich beeilen. Okay, das scheint irgendwie. Muss ich mal gucken, ob ich das weiter rübersetzen kann. Das einfach zu weit in der Richtung hatte. Halt, aufdrehen muss ich das noch. So. Also ich muss immer ein Stück rüberrutschen. Das ist nervig. Ich will da nicht rüberrutschen. So, jetzt müsste ich eigentlich die direkt an die Wand stellen können. Jawohl, dann war das doch die Heizung, die da ein wenig im Weg war. Die können wir jetzt dann hier an die Wand machen. Ach. Oje. Ich sehe jetzt ja gerade, dass wir hier mit der Tür nicht weiter raus können. Also wären das hier nur die paar. Und das bringt uns nicht viel. Das wären quasi, das wären zwei Wände. Vier wären's. Wie breit ist so eine Heizung? Hat die eine Breite von drei Wänden? Weil dann könnten wir die da doch noch irgendwie zwischenkriegen. Ja, die hat eine Breite von drei Wänden. Das wäre natürlich eine Sache, ne? Probieren das aus. Warum das so komisch spiegelt, ne? Es ist halt so Spiegeltextur nach dem Zerstören hier. So. Okay. Probieren wir jetzt hier aus, ne? Mit der Heizung, wenn das geht, okay. Wenn nicht, ist das zwar blöd, aber lässt sich denn ja nicht ändern. Ich komme da erst gar nicht ran.
schon wieder die Dusche wegmachen. Aber ich glaube, das kommt hier eher, weil die Wand nicht richtig weg ist. So, jetzt nochmal. Und die Heizung da rein. Wir fließen hier jetzt auch gleich die Wand fertig. Ja. Ich würde sagen, da liegt noch ein Paket Fliesen, aber ich habe hier ja gar keine Fliesen mehr. Da, die blauen. Und los geht's. Wir kriegen das schon alles irgendwie passend hin. Also ich bin da schon von überzeugt, dass das am Ende richtig, richtig cool wird. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger dauert. Aber was sagt man? Was lange währt, wird endlich gut, ne? Also von dem her muss es ja irgendwann hier gut werden. Gut, okay, Heizung hängt, Wand ist ein wenig verschoben, das ist also kein Ding, das ist alles gut. Jetzt halt Boden. Boden und dann die Dusche wieder rein. Jetzt die Dusche. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zu beeilen, dass wir dieses Badezimmer auf jeden Fall jetzt zügig fertig bekommen. So. Toilette. Toilette. Waschbecken. Da muss ich das dann nehmen. Halt, das muss ich aufdrehen. Zum Glück muss man das alles gar nicht so wirklich gerade dahin machen, ne? Das finde ich jetzt sehr positiv. Und warum nicht? Warum passt das nicht wegen dem Klo? Okay. Oh, ist das anstrengend, wenn man diese Sachen dann nicht so hinkriegt, wie man sie gerne hätte. Okay. Jetzt nochmal. Ich glaube, dass das hier nur viel Platz braucht wegen dem Montieren und so. Also das Waschbecken. Weil das hat ja hinterher wirklich eine ganz kleine Tiefe. Das ist ja irgendwie nur anderthalb Flächen tief. So, ne? Also, wir sehen, das ist eigentlich gar nicht so tief. Schauen wir nochmal wegen dem Klo. Ach, guck mal, da habe ich doch alles. Okay, das ist wirklich eng hier, aber... Aber am Ende passt das doch alles ganz gut. Naja, mehr oder weniger. Es ist wirklich eng. Also wirklich richtig eng mit dem Bad hier. Auch mit dem Klo. Wir probieren noch mal was Neues. Eine neue Art des Hinstellens hier. Und zwar
so nah wie möglich da an die Wand zu gehen. Aber es wird da gar nicht hin. Warum nicht? Was ist dein Problem? So. Und nochmal das Ganze. Waschbecken noch. Also die Waschbeckeninstallation da. Das wird natürlich jetzt mit dem Spülschrank hier nicht passen. Ja, den kriegen wir da nicht zwischen. War klar. Aber da finden wir was anderes. Das soll uns nicht weiter hier stören. Wir hatten doch so, das war ja so altbackenes Holz eigentlich, was wir hatten. Na, also guck mal, das würde passen von der Breite her. Das hier könnte eventuell auch passen. Oh, das hat sogar das Weiß, was wir vorher hatten. Das passt auch. Das ist schön groß. Na gut, gucken. Gucken wir mal, wie sich's macht. Okay, das wird nix. Das kriege ich nicht montiert hier mit dem Klo. Okay. Nee, dann war das vielleicht doch keine so gute Idee, das Waschbecken zu nehmen. Wir nehmen einfach das andere. Da hatte ich gleich ein gutes Gefühl bei diesem Ding hier. Ich hoffe, wir kriegen das dann auch tatsächlich montiert. So. Weil wenn wir das Klo jetzt nochmal wegnehmen müssen, ich glaube nicht, dass wir das dann mal wieder hinkriegen. Also es ist tatsächlich problematisch. Ah, perfekt. Na, das hat doch geklappt. Och, Gott sei Dank. So, jetzt machen wir hier noch eben sauber. Und die ganzen anderen Sachen wieder rein. Also das ist doch jetzt gut gelaufen, finde ich. Das kann man schon so sagen. Ja, dich brauche ich nicht, die da brauche ich. Wir haben jetzt hier das Ganze zwar ein bisschen anders, aber... Also ich sehe das jetzt nicht als mega fatal an. Den hängen wir so mittig. Ach so, ja, das sollten wir vielleicht. Ein bisschen höher hängen. Nehmen wir den Spiegel doch einen Tacken weiter zum Waschbecken. Dann das Licht. Also das sieht schon irgendwie doof aus. Da müssen wir schon weiter mittig, auch mit dem Spiegel. So, genau. Das ist schon okay so. Und alles einräumen wieder hier. Warum will das da nicht auf? So. Shampoo, dann haben wir hier die Zahnpasta, die beiden Zahnbürsten noch wieder. Das hier. Und den da. Und wir haben fertig. Okay, also, finde ich, ist jetzt doch eine ganz gute Alternative geworden. Ja, war zwar vorher irgendwie total cool mit dem großen Badezimmer, aber wirklich schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Also das gefällt mir eigentlich ganz, ganz gut noch. Ich hoffe nur, dass wir jetzt tatsächlich auch so viel Platz sparen konnten, dass uns das für das andere reicht, ne? Für die andere Seite. So,
Tür machen wir später rein, wenn wir reingehen zum Dekorieren. Wo stelle ich denn jetzt das Bett hin, hä? Das werden wir dann erstmal wieder verkaufen. So. Und dann die Wände einreißen. So, ein bisschen mehr Platz. Also mehr kann man nicht verlangen. Mehr Platz kriegen wir nicht. Da können wir machen, was wir wollen, ist nicht. Okay, jetzt natürlich die Frage, kriegen wir hier überhaupt eine Dusche zwischen? Oder wird das nichts? Das ist jetzt hier die große Frage. Das wird nichts. Also nicht auf der Seite. Das heißt, wir müssen eine kleine Kante reinmachen, wie in dem anderen Badezimmer auch. Also, ne, wie es vorher war, weil wir haben hier das Fenster. Das heißt, wir müssten hier die Kante reinmachen und da die Tür. Dann haben wir hier fürs Bett Platz. Ja, eine andere Möglichkeit haben wir nicht, sehe ich nicht. Außer tatsächlich dann zu sagen, okay, dieses Zimmer hier ist so mega klein, dass wir das Badezimmer so klein wie möglich halten und tatsächlich nur ein Klo und ein Waschbecken reinmachen. Also es wäre für mich eine gute Lösung. Oder wir machen hier ein Einzelzimmer draus. Wir machen hier ein Einzelzimmer draus. Komm, egal, wir machen jetzt hier ein Einzelzimmer draus. So, das. Gut. 1, 2, 3, 4. 4, ja. Ich weiß nicht, ob das reicht. Das reicht nicht. Hier. Wir müssen also mit der Tür ganz an die Wand rüber, um da eine Dusche reinzubekommen. Dusche, Duschinstallation, bitte. Da. So. Sagen wir, montieren jetzt erstmal die Dusche und so. Und dann, ja, dann schauen wir einfach weiter. So, aufdrehen. Wir machen die Wände dann gleich einfach im Nachhinein hier rein. Sobald die Dusche steht, so wie wir das bei den anderen auch gemacht haben. Die ist ja verkehrt rum. Moment, die muss ich nochmal eben kurz andersrum drehen. So rum bräuchte ich die. Ach, da muss ich die Duschinstallation an die Wand machen. Okay, dann probieren wir das nochmal so rum. Ob das besser geht. Ach ja, diese lieben Badezimmer. Danach kann ich aber auch erstmal keine Badezimmer mehr sehen. Wir haben dann ja auch nur noch eins unten. Aber das ist dann ja auch eher für die Leute, die das Ganze hier betreiben. Von dem her ist das ein wenig was anderes. Okay, so, ne? Da haben wir drinne. So, und dann haben wir hier noch 4. Das heißt, hier oben können wir gleich den Sturz reinmachen. Aber den müssen wir ja eins weiter nach hinten versetzen. Das habe ich den natürlich hier vorne hingemacht. Aber der muss ja eins weiter rein. Oh, ob das mit der Tür klappt, dass das nach was aussieht? Oh, da bin ich mir aber nicht sicher. Also gar nicht sicher.
Guck mal, das geht nicht. Das können wir so nicht machen. Das ist Mist. Ach, Manu. Okay. Das ist wirklich Mist. Dann kommt das hier nochmal alles weg. Und wir überlegen von neuem. Also, wir haben hier jetzt ja wirklich viel Platz geschaffen. Und trotzdem reicht es nicht aus. Das ist schon frustrierend, muss ich schon gestehen. Ja, die Dusche kann man natürlich hier hinpacken. Nur kriegen wir dann keine Wand mehr daneben. Was dann ja eben auch ein Problem darstellt. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, das Badezimmer also hier hinzupacken. Und wir müssen mindestens eine Wand lassen, um da eine Tür reinzukriegen. Ja? Also das wäre jetzt hier so das, was man machen könnte. Ja? Ich weiß nur wirklich nicht, wie wir das umsetzen sollen. Ich weiß es wirklich nicht. Und eine Badewanne ist nicht schmaler. Dass man jetzt irgendwie sagt, okay, gut, dann nehmen wir halt eine Badewanne, weil die ist schmaler. Oder die Dusche hier ist schmaler, aber es ist sie auch nicht. Ja, eine Badewanne ist auch nicht. Auch nicht wirklich schmaler. Ein bisschen. Ein bisschen schmaler ist die hier. Vielleicht die auch ein bisschen schmaler wie die da drin. Nein. Wollen wir mal versuchen, die Badewanne da reinzukriegen? Also die scheint schon um einiges größer zu sein wie die Standard hier. Die hier. Die ist um einiges kleiner. Okay, wir versuchen es nochmal. Und wenn das diesmal nichts wird, dann ja, würde ich auch sagen, dann lassen wir es. Aber wir kriegen die da schon nicht richtig ran. Das könnte was werden hier. Also es könnte vielleicht eventuell. Wir schauen mal. Jetzt haben wir hier ja das für die eine Dusche hier, für die da. Da habe ich ja gesagt, das nehmen wir. Oh. Ja, es wird nichts. Hier. Drehen kann ich die nicht. Das kommt wahrscheinlich, weil die Tür hier nach vorne ist. Deswegen gibt das Probleme mit der Installation hier. Also versuchen wir die nochmal an die Wand da zu machen. Und probieren es nochmal. So, wenn die jetzt aber da nicht reingeht, dann überlegen wir uns was anderes. Aber wenn die da jetzt reingeht, dann ist alles gut. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir die aufgebaut bekommen. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, das, was ja nicht immer funktioniert. Und bei der hier ist das jetzt ja noch ein bisschen mehr, was montiert werden muss. Wie bei den neuen Duschen. Aber die neuen scheinen dann tatsächlich um einiges größer zu sein. So.
leisten hier noch. Oh, warum komme ich da jetzt nicht ran? Oh, nee. Hm. Und wieso öffnen? Ist die jetzt... Ach, die ist jetzt fertig montiert, ja? Die habe ich zwar gar nicht fertig gemacht, aber okay. Aber ihr seht, ne? Die geht in diese eine Richtung hier auf. Aber das scheint nicht viel auszumachen. Das ist gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Okay, so, wir haben die Dusche drinne. Ist das nicht cool? Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist zwar nicht die Dusche, es ist eine andere. Die ist auch nicht fertig montiert. Oh, jetzt habe ich die Wände wieder hingemacht. Okay, warte, wir müssen das nochmal wegmachen. Jetzt habe ich erst gesehen, dass die nicht fertig montiert ist. Tut mir leid, habe ich nicht aufgepasst. So, probieren wir es nochmal. Ich habe nur hier auf Öffnen, aber ja. So, fertig. Okay, gut. Hier ein Sturz. Und da müssen wir noch zwei Wände hier wieder wegnehmen. Und dann können wir hier nochmal... So. Das ist unsere Tür. Ja? Jetzt kommt es drauf an, wie wir das mit dem Klo regeln. Können wir dahin machen und da das Waschbecken. Warum will das immer so weit weg von der Wand und so? Das verstehe ich nicht so ganz. Weil das Klo, was ich jetzt hier habe, das kann ich eigentlich ganz platzsparend so an die Wand schieben. Soll ich mal gucken, ob ich hinten... Ja. So. Okay. Waschbecken. Ah, jetzt kommt die nächste Herausforderung. Oh Gott, das ist voll eng hier. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir das da rein? Ja oder nein? Ich fürchte nein. Ich fürchte wirklich nein. Doch! Oh! Wenn wir das jetzt montiert kriegen, dann ist wirklich alles gut. Dann ist meine Welt voll in Ordnung. Dann ist zwar alles nicht so, wie ich es haben wollte. Also von perfekt ein Stück weit weg. Aber okay. Ein guter Kompromiss ist das dann. Oh, wie toll. Ja, und das geht auch noch auf und man kann rein und... Okay, super. Ah, bin ich froh, dass das geklappt hat. Okay, so, jetzt müssen wir aber trotzdem den Part beenden. Im nächsten machen wir hier dieses Zimmer fertig. Da machen wir aber tatsächlich, denke ich, ein Einzelzimmer draus. Denn ein Doppelbett bekommen wir hier nicht mehr rein, ohne dass wir da drinnen laufen können. Also das wird nichts mehr. Dann können wir gar nicht mehr laufen. Ja, also genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns doch im nächsten Part. Also bis dann. Ciao, ciao.